Hallo, mein Name ist Sebastian Schmidt und ich möchte Ihnen den Flipped Classroom erklären. Kennen Sie das auch aus dem Unterricht? Man erklärt etwas oder erarbeitet etwas im Lehrer-Schüler-Gespräch und kaum einer bekommt etwas mit, weil meistens die Hälfte schnarcht oder einer für alle spricht. Also erklärt man etwas noch einmal, danach erklärt man es noch einmal. Diejenigen, die es schon verstanden haben, langweilen sich längst und am Schluss der Stunde bleibt einfach viel zu wenig Zeit, um noch ausgiebig zu üben. Am Nachmittag sitzen die Schüler dann vor ihren Hausaufgaben und kommen schnell nicht weiter. Aber dank WhatsApp ist die Hausaufgabe nur ein paar Klicks entfernt. Abschreiben war noch nie so einfach. Der Flipped Classroom dreht den Unterricht wortwörtlich um. Das, was der Lehrer den Schülern fachlich beibringen muss, das verwandelt er in ein Erklärvideo. Dieses Video bekommen die Schüler als Hausaufgabe, quasi als Vorbereitung auf den Unterricht. Dabei werden die Schüler eben selbst aktiv, sollen nicht nur passive Betrachter sein. Das macht das Lernen wesentlich individueller. Die Wissensaneignung wird individueller. Sie können nämlich entscheiden, wann sie es anschauen, wo sie es anschauen und wie oft sie es anschauen wollen. Der Schüler kann den Lehrer pausieren und zurückspulen. Am nächsten Tag erscheinen die Schüler dann vorbereitet zum Unterricht. Nach einer kurzen Fragerunde kann der Unterricht dann 45 Minuten lang schülerorientiert geöffnet werden. Die Schüler setzen sich mit dem Thema in verschiedenen Übungs- und Sozialformen tiefergehend auseinander oder sie machen einfach nur Übungsaufgaben. Dabei gibt es Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten können von anderen Klassenkameraden gelöst werden. Gleichzeitig hat der Lehrer auch mehr Zeit, sich face-to-face mit seinen Schülern zu befassen oder er kann auch den einzelnen Schülern Feedback geben. Die Schüler selbst übernehmen so mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen. Im Klassenzimmer können sich die Schüler dann wieder ein Video anschauen, dann wenn zum Beispiel wieder ein fachlicher Input notwendig ist. Das nennt man dann den In-Class-Flip. Man kann aber auch nach Half-Flip unterrichten. Das heißt, der Lehrer erklärt noch ganz normal im Unterricht seinen Lehrervortrag oder erarbeitet etwas zusammen mit den Schülern. Die Nachbereitung aber und der Heftabschieb, der findet am Nachmittag statt. Das, was ich davor erklärt habe, das ist normaler Flip. Das heißt, der Input wird komplett ausgelagert, so gut es möglich ist. Das heißt, entweder als Vorbereitung auf den Unterricht ein Erklärvideo oder zur Nachbereitung des Unterrichts ein Erklärvideo, zum Beispiel als Verbesserung einer Aufgabe. Wenn der Lehrer dann ganzheitlich nach dem Konzept Flipped Classroom unterrichtet, entsteht mit diesen ganzen Videos hier nach und nach über das Schuljahr ein digitales Klassenzimmer. Sämtlicher fachlicher Input, den der Schüler sich anschauen musste oder anschauen muss, bleibt transparent zur Verfügung gestellt. Das heißt, das entlastet das Lehrer-Schüler-Verhältnis, aber auch das Lehrer-Eltern-Verhältnis, denn auch für die Eltern wird der Unterricht deutlich transparenter. Der Flipped Classroom ist also ein pädagogisches Konzept, das mit Hilfe von neuen Medien den Unterricht effizienter macht. Haben Sie auch Interesse an diesem neuartigen, innovativen Unterrichtskonzept? Dann schauen Sie doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder schauen Sie sich ein paar Videos auf meinem YouTube-Kanal an oder folgen Sie mir einfach auf Twitter. Bis bald und viel Spaß!